Wie setzt man die Distanzwaffe ein? Das ist die Frage. Oh. Ja, warte mal. Die macht mir eh keinen Schaden. Ich kann nicht. Doch, macht sie. Oh, der ist schon schlimm. Nervige Schlampe. Grinnigkraut hast du erhalten. Was auch immer das bringen mag. Da. Entwaffnen, auch falsch übersetzt, ja, oder so. Ja, warum Schlag? Man kann ja entwaffnen und Schlag. Da kann man schon gegen die Truhe hauen, bis sie kaputt geht. Keine Ahnung. Ach ja, in welchem Spiel ist das noch, wo die Truhen immer wieder bewegen? Keine Ahnung. Auch voll kein Schaden. Ja. Wenn's mal so aussieht. Man regeneriert auch voll viel. Oh. Guck, wie schnell sich das wieder auffüllt. Er hustet, also er ist voll der Wolf und hustet. Ja. Du musst übrigens mal gucken, ob du wieder was verbessern kannst. Wo sind die anderen jetzt hin? Guck. Oh. Was ist das? Bogen. Wurfwaffe. Ach so, darum kannst du das jetzt erst machen. Leichte Stangenwaffen, aber das kann ich ja schon. Darum das ja, aber guck mal, zum Beispiel, das, dieses, man kann, braucht jetzt ja das mit dem Bogen gar nicht machen, weil du hast gar keinen Bogen. Ich würde das ja machen mit dem Wurfmesser da. Weil wenn du sowas, oder du machst da links was. Aber was fürs Schild zu verbessern. Fallen an Schatztruhen Gefahr, das zu entschärfen. Ihr bekommt zusätzliche Treffer. Guck mal, das hast du schon voll viel erweitert. Ich Waffen oder irgendwas da, allgemein Magie. Genau, Magie, dann kannst du Untote beschwören. Oder das. Bestimmt Stärke, wenn so da. Die Fähigkeit, Nahkampf auszuweichen und sie abzuwehren, das ist gut. Das finde ich ganz gut. Ah, man kann so. Ja, das kann ich auch noch verbessern und so. Aber hier mache ich jetzt mal. Aber hier zum Beispiel bei der Rüstung stand eben die Fähigkeit, Rüstung zu benutzen ohne Minuspunkte und so. Das ist dann das mit den Fragezeichen. Guckt da bei. Ohne Nachteile. Hey, was das? Ich hab doch keine. Das muss ich verbessern. Ich spare jetzt, weil anscheinend sind das ja irgendwelche Punkte und dann damit ich dieses komische grüne Schwert. Aber du musst doch jetzt das Wurfmesser benutzen können. Ja, wie? Das ist die Gegenstand benötigt. Den Schlüssel natürlich. Nee, ich kann das ja knacken. Vielleicht. Indem ich den hier benutze. Was bist du eigentlich nochmal als Schurke? Dann ist das ja bestimmt gut. Aber ich glaube, diese Dietriche gehen nur bei Truhen, würde ich mal so sagen. Allein. Und wenn, dann geht das ja so auch nicht. So war das ja bei den Truhen auch nicht. Du musstest, müsstest da jetzt ja so ein Menü kommen. Stimmt. Du brauchst einfach einen Schlüssel. Und Schleim! Ich weiß schon, warum ich dieses Spiel nicht lange durchgehalten habe. Immer noch nicht tot, der andere stirbt sofort und er hier. Mann, Mann, Mann. Ih, sein Auge. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich herkomme und wo nicht. Das, wo ich herkomme. Was? So. Todesblick. Oh, nur 10. Die Falle hat auch immer irgendeinen Namen. Zweimal muss ich. Die ersten beiden sind das auch noch. Da würde ich die ja dann benutzen. Oh, ist auch nicht viel mehr geworden. Oh, das ist der Todesblick. Alter! Kranke Scheiße. Stirbst doch wieder. Muss es. Achso, ist es. Boah, jetzt muss ich den zuerst nehmen und dann da den. Das wäre eine Kacke. Hä? Das war irgendwie falsch oder so. Du musst übrigens mal irgendwie speichern, weil wenn du jetzt stirbst, bist du wieder oben.
Das sind halt schwere Truhen. Ich check das nicht mit den beiden. Entweder oder was? Nee. Weiß ich nicht. Das Spiel ist scheiße. Das war ganz anders. Da hat das aufgeleuchtet, wenn man das drücken musste. Bei Schlag. Den und den. Das war jetzt hundertprozentig richtig. Lass dir einfach diese scheiß Truhen in Ruhe. Da ist bestimmt irgendwas Heftiges drin. Das Spiel fickt Kopf. Kopf. Bestimmt ist dieser blaue Streifen auch Schlossknackfähigkeit und so. Das verliert sich gerade wieder auch. Hebel. Hilfe. Das hat irgendwo was gebracht. Es wird blau. Ist das blau geworden? Alles wackelt. Jetzt ist irgendwo ein Tor auf. Würde ich mal sagen. Hä? Das kann ich. Chancen 1%. Guck mal, man sieht das nicht mal vorher. Mach das nicht, das schaffst du nicht. Ja, und wenn nicht, ist auch egal. Stirbst du ja auch nur. Siehst du, jetzt sehe ich es nämlich. Ja, aber zu spät. Ja, ich hatte 2 richtig. Warum hatte ich denn 2 richtig auf einmal? Ich verstehe das auch nicht. Ich freue mich schon, wenn wir gleich das Handbuch lesen und es alles klar wird. Wenn du meinst, dass das dadurch klar wird? Nee, glaube ich irgendwie auch nicht. Irgendwo ist jetzt was offen. Da wird ein Schlüssel benötigt, bei den anderen nicht. Da. Nee, da, das war... Bis woher kommst du? Warum war das eigentlich offen, auch wenn hier ein Schloss ist? Irgendwo hat sich jetzt was geöffnet und wir haben keine Ahnung wo. Bestimmt da ganz auf einer anderen Seite. Vielleicht hat das auch gar nichts gebracht. Kann natürlich auch sein. Da haben wir einen Verarschungshebel. Verarschung. Ach. Ach. Ach, doch. Hey, guck mal da. Achso. Genau, bestimmt hier, wo du gesagt hast. Okay. Ja. Richtig. Wasserfall, da komme ich glaube ich nicht hoch. Das war aber ein schweres Rätsel. Goblins. Och nee. Ich mag das Lachen von denen. Ich erinnere mich irgendwie an Tag. Ich erinnere mich das auch an. Tag, das ist so ein Wasserrad. Warum bist du jetzt wieder zurückgegangen? Weil ich keine Lust auf Goblins hab. Ah ja, ach du Ficke. Ich muss wissen, wie man so ein Wurfmesser benutzen. Dann geh auf Option und guck, wie es geht. Aber dann müssen wir wieder ins Hauptmenü. Ja, dafür müssen wir entweder ins Handbuch oder Optionen. Also bis gleich, ihr Bastard. Ach ja, das geht ja nicht. Ja, da habe ich das auch gesagt. Und so machst du das immer. Was?